وحسينا وحسينا حسينا حسينا يا وحي يا علي حسين عليه الجيش غار أين حتف الأعادي وأين ذو الفقار يا علي حسين عليه الجيش غار أين حتف الأعادي وأين ذو الفقار مفردا مفردا وغريبا حسين بالفلا في 30,000 عليه دائرة زينب من خباها جرت وزينب شاهدته سهاما عليه ماطرا هذه بالسيوف وهذه بالحجر وحسينا وهذه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله الصلاة والسلام عليك يا ابن رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله يا باب نجاة الأمة ما خاب من لجأ إليكم وأمن من تمسك بكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأخيار المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته نخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم möchte ich eine kurze Mitteilung inshallah als Bereicherung für unsere Sitzungen hier da ist ein Bruder der Scharia studiert hat unter den Flüchtlingen der vor kurzem rechtgeleitet wurde zum Weg zu der Ahlul Bayt alaihimus salam der sich jetzt vorhin für bereit erklärt hat, die Reden von den Predigt von Jum'ah Gebet. Jeden Freitag, inshallah, wird er, wenn Muharram fertig ist, werden wir wieder starten mit der Freitagsgebet, inshallah. Und er wird dann also die Vorträge auf Arabisch führen, weil das fehlt natürlich bei uns, bis er dann, inshallah, irgendwann mal die deutsche Sprache mächtig wird, sodass er dann auch die Vorträge auf Deutsch leistet. Er möchte, ich habe ihn jetzt, sagen wir, ermutigt, das zu machen, weil er kennt sich nur in dem Bereich der Al-Sunnah und Jama'ah. Ich habe gesagt, machst du erstmal das, was du kannst und wir regeln das alles, was du sagst. Wir korrigieren so und vielen machen wir befüllen die Lücken, die du dann nachher hast, das, was fehlt. Inshallah, weil wir also so viele Unterschiede in den, sagen wir, in der Oberfläche der Religion gibt es nicht. So, das ist erstmal die erste Mitteilung. Das ist natürlich diese Rahmatullah al-Wasi'a al-Hussein ibn Ali sallallahu alaihi. Und das sind dieses Siegen von dieser Sitzungen, diese Versammlungen. Also diesen Muharram, inshallah, bringt viel Siegen mit. Und wir werden inshallah auch bald wieder mit der Dawa starten. Denn das, was wir haben, alles, was wir haben, ist durch Karbala und von Karbala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa laqad atayna Musa rushdahu min qablu wa kunna bihi 'alimin. Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين و
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال من فعل هذا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. صدق الله العلي العظيم. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Die Rede hier ist von Ibrahim, salamullah alayh, und seinen Widerstandsleistung in seinem jungen Alter. Ibrahim, salamullah alayh, bekam von Allah subhanahu wa ta'ala Wissen, bekam von Allah Weisheit, bekam von Allah die Unterstützung, bekam von Allah den Schutz und all diese Eigenschaften, die er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, waren oder entstanden durch seine Glaube, entstanden so durch sein Taqwa und seine Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat die Imama geleistet. Er hat die Imama verdient. Er wurde mehrmals geprüft mit seinem eigenen Sohn, mit seinem eigenen Vermögen, mit seinem eigenen Körper, so dass er sich durchgesetzt hat und dadurch hat er das bekommen, nämlich die Spitze der Gaben Gottes, nämlich die Imama. Die Imama, die Ibrahim a.s. bekommen hat, er bekam diese Arbeit in Allahs Bereich, das heißt in den göttlichen Bereich. Was bedeutet den göttlichen Bereich? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Das heißt, wir haben aus denen Imame gemacht, die in unsere Sache Recht leiten, an Allahs Sache. Das heißt, es gibt Sachen, es gibt Bereiche, wo die Gesandten arbeiten und gibt es Bereiche, wo die Imame arbeiten. Ibrahim a.s. oder die Imame, die Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, vor unseren Imamen, wie Ibrahim a.s. und Ismail, sein Sohn und anderen, die haben die Fähigkeit bekommen, die haben Erlaubnis bekommen, in Allahs Sache zu arbeiten. Das heißt, Recht leiten. All die Propheten haben eine Aufgabe, nämlich entweder warnen, ermahnen oder erinnern. Das heißt, der Prophet recht leitet niemand. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, innama anta mundir wa li kulli qawmin had. Du bist lediglich nur einen Warn und für jedes Volk gibt es einen Rechtleiter. Das heißt, jedes Volk bekommt einen Rechtleiter. Das macht der Imam. Das macht nicht der Prophet. Der Prophet warnt. Der Prophet ermahnt. Der Prophet erinnert dich an Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala eine Ansage in den Koran. وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. Du ermahne sie, du bist lediglich einen Ermahner, du wirst sie nicht kontrollieren, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. So, aber zu Ali sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, ja Ali, أنا أقاتلهم على التنزيل وأنت تقاتلهم على التأويل. Das heißt, ich kämpfe gegen sie, dass sie an der Herabsendung glauben und du kämpfst gegen sie, dass sie an der Auslegung glauben. Die Auslegung, das ist die praktische Glaube. Das heißt, erstmal theoretisch glauben, dass es nur einen Gott gibt, dass es der, dass Allah subhanahu wa ta'ala Gesandten geschickt hat, unter denen ist Rasul al-Islam, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und du, deine Arbeit nach mir, dass du das Schwert nimmst, dass du das auslegst, dass du das erklärst,
Und dass du sie dazu recht leitest, dass du sie zum geraden Weg bringst. Das sind alles Überlieferungen aus der Sunna. Ibrahim, salamallah alayhi, salallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah sagt, wir gewährten vor dem Abraham oder Ibrahim a.s. Denkvermögen und das Nachdenken über die Wahrheit. Und wir wussten Bescheid über ihn. Einst sagte er seinem Vater und seinem Volk, was sind das für Schandbilder, die ihr beharrlich anbietet? Das sind die Götzen. Ibrahim a.s. war ein junger Mann. Wenn ihr die Kinder ein bisschen beruhigt da drin. Wenn die Kinder mitkommen, dann müssen sie auch was davon haben. So, die waren die Menschen in der Zeit von Ibrahim, salamallahu alaihi, auch Mushrikin, wie in der Zeit des Propheten Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Und Ibrahim, alaihi salam, er blieb nicht ruhig. Seine Glaube, sein Anstand, hat ihm nicht erlaubt zu schweigen. Und deswegen hat er immer wieder über diese Götzen geredet. Er hat sie kleiner in den Augen gemacht. Er hat sie geschmäht. Und letztendlich hat er sie zerstört. Das heißt, war nicht nur reden, nicht nur drohen, nicht nur warnen, sondern am Ende hat er seine Hände benutzt. Er nahm eine Axt und hat angefangen, die Götzen zu zerstören, ein Götz nach dem anderen. Was macht er? Salamullah alayhi, er war weise. Er lässt den größten davon heil. So, jetzt, als die zurückgekommen, erstmal hat er sie gewarnt. Er hat zu seinem Vater, also das ist nicht Vater natürlich, laut Koran sagt Abi. Abi kann man auch sagen zu jemandem, der Onkel ist. Also Bruder des Vaters wird auch mit Ab bezeichnet in der Koran. Laut Überlieferungen, laut Quellen der Ahlul Bayt alayhumus salam und viele auch Quellen der Ahlus Sunnah wa Jama'a sagen, dass dieser Azar nicht der Vater von Ibrahim alayhi salam war, sondern sein Onkel, der ihn großgezogen hat, und deswegen rief er ihn auch Vater. So, das ist erstmal vorweg, weil wir glauben fest, also ein Konsens unter den 12er Imamiten, dass die Propheten alle, von Adam bis Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alle sind rein von Schirk. Das heißt, keiner von denen hat einen Vorfahren, Mutter oder Vater, der Schirk begangen hat. Kein einzigen Prophet. Und Ibrahim alaihi salam war einer von diesen Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala gereinigt hat. Der sagte zu ihm, zu seinem Vater, nämlich seinen Onkel, er sagt zu ihr, sprach zu seinem Vater und seinem Volk, was sind das für Schandbilder? Also er hat sie geschmäht. Erstmal hat er beleidigt diese Bilder. Was sind das für Schandbilder, sagt er, zu den Götzen. Zu den Götzen der Menschen. Das heißt, das ist für sie Gott. Er hat keine Rücksicht gemacht, dass sie verletzt werden. Er hat sie geschmäht. Und deswegen, wenn ihr hört, ja, ihr dürft nicht schimpfen, ihr dürft nicht schmähen, ihr dürft nicht hier, nein, das ist die Arbeit der Propheten. Wenn du Tabligh machst, gibt es verschiedene Arten auf Tabligh, gibt es auf milde Art, damit du dein Ziel erreichst, so dass du zum Beispiel etwas politisch wirst, berücksichtigst die Gefühle der Gegner, und mach so langsam, so dass du ihn auf den geraden Weg bringst. Wenn du das siehst, dass das nichts bringt, gibt es die zweite Periode, die zweite Stufe sozusagen. Immer hochschalten. So, das ist alles erlaubt. Es gibt keine Grenzen in Tabligh. Es gibt keine Grenzen in Tabligh. Denn hier lernen wir aus dieser Koranverse, dass Ibrahim a.s. angefangen hat, erstmal zu reden, ganz normal. Er hat mit Beweismitteln geredet. Zum Beispiel, er stand zwischen sein Volk und als die Sonne gekommen ist, hat er gesagt, das ist mein Gott. Jetzt im Koran steht, das ist mein Gott.
Aber wie steht das? Wie hat wirklich Ibrahim a.s. diese Frage gestellt? War das eine Fragestellung oder eine Aussage, dass die Sonne sein Gott war? Das ist die Frage. Wer weiß das? Das weiß nur Al-Bayt a.s. Die Ali Ibrahim. Ali Muhammad sind Ali Ibrahim. Salamullah alayhi. Er sagt, das ist mein Gott. Fragezeichen. Wie wird das sich anhören? Das ist mein Gott. Und als die Sonne untergegangen ist, sagt Ibrahim a.s., ich mag nicht das, was untergeht. Das heißt, kann nicht mein Gott sein. Und als der Mond gekommen ist, zwischen sein Volk natürlich, das heißt, er hat durch seine Weisheit ihnen beigebracht, dass Gott nicht so ist wie die Sonne, denn die Sonne geht unter und der Mond geht weg. So, und Allah subhanahu wa ta'ala geht nicht unter und er geht nicht weg. Und er wird nicht abwesen, sondern er ist der Schöpfer von der Sonne und von dem Mond und von dem Himmel und Erde und alles. Das heißt, er hat ihnen auf eine Art Weisheit sozusagen beigebracht, dass diese Sachen zu unterlassen sind, dass man nicht daran glauben darf. Als das nicht genutzt hat und die anderen haben weiter an den Steinen geglaubt, kam Ibrahim a.s. und stellte die Frage bei seinen Onkel und sein Volk. Und dann sagt er, was sind das für Standbilder oder Standbilder? Er hat sie als Standbilder bezeichnet, die ihr beharrlich anbietet. Sie sprachen, wir fanden, dass unsere Väter sie anbieten. Wir sehen, dass unsere Väter haben das gemacht und wir machen das. Das heißt, es gibt keinen vernünftigen Beweis, es gibt kein Argument dafür, dass sie das machen, sondern der einzige Grund, warum sie das gemacht haben, ist der Vater und die Mutter und die Vorväter und so weiter. Er sagte, ihr und eure Väter seid in eindeutigem Irrtum. Ihr seid in Dalal, sagt Ibrahim a.s. Er hat nicht gezögert. Er hat gesagt, ihr seid auf dem falschen Weg. Ganz eindeutig, ganz einfach, sagt, ihr seid auf dem falschen Weg. Er hat nicht gespielt mit seinen Worten, er hat direkt gesagt, ihr seid auf dem falschen Weg. Was macht er? Darauf sagten sie, bringst du uns die Wahrheit oder gehörst du zu denen, die Scherz treiben? Das ist ihr gutes Recht, die Frage zu stellen. So, aber er sprach, euer Herr ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist es, der sie erschaffen hat. Und ich gehöre zu den Zeugen, die das erkannt haben. Bei Gott, jetzt. Ich werde euren Götzen heimlich schaden, wenn ihr mir den Rücken zukehrt und fortgegangen seid. Jetzt hat er ihnen das direkt gesagt oder hat er für sich das gesagt? Wie wissen wir das? Wenn wir weiterlesen, wissen wir, dass sie nicht gewusst haben, dass er das war. Das heißt, er hat das für sich gesagt. Er hat das geplant, diese Götzen zu zerstören. Dann schlug er sie in Scherben, ausgenommen ihren Obersten, den sie befragen sollten. So, er hat alle Götzen zerstört, er ließ nur den Großen davon heil. Warum? War das ein Trick von Ibrahim a.s.? Denkt an Ammar, als er zu seiner Mutter ging und dieser Götz auf den Boden fiel und die Mutter hat protestiert, wer hilft uns ab heute? Jetzt unser Gott ist weg. Der sagt, er hat sich selber nicht geholfen. Ibrahim a.s., der Vater unserer Propheten, hat er selber das gemacht damals auf eine beste Art und Weise. Es schlug all diese Götzen ein nach den anderen zu Scherben und ließ den größten davon heil. Warum? Damit sie ihn fragen. Jetzt, sie sprachen, wer hat unseren Göttern das angetan? Er gehört gewiss zu den Frevlern. Einige sagten, wir hörten einen jungen Mann, das ist hier ein Beweis, dass er jung war, Ibrahim a.s.,
Das heißt, sein Widerstand, sein Kampf fing in seinem jungen Alter. Wir hörten einen jungen Mann namens Abraham über sie lästern. Das heißt, er hat gelästert, Ibrahim a.s., über ihren Götter. Sie sprachen, bringt ihn vor die Augen der Leute, damit sie bezeugen. Jetzt werden sie ihn bestrafen. Da fragten sie ihn, hast du unseren Götter das angetan? Er antwortete, das hat wohl der Oberste da angetan, der Oberste da getan. Frag sie, wenn sie sprechen können. So. Bei Al-Bukhari, laut Abu Huraira, hätte hier Ibrahim a.s. gelogen. Laut unserer Auslegung, der Ahlul Bayt a.s., hasha Ibrahim, dass er lügt. Ibrahim ist ein Prophet Gottes, er braucht nicht zu lügen. Er hat nicht gesagt, habe ich nicht gemacht. Er sagt, derjenige, der das gemacht hat, ist der Größte von denen, wenn er spricht. Das heißt, falls er spricht, dann hat er das gemacht. Dieser Stein hat er selber gemacht, nicht ich. Er hat nicht gesagt, ich habe das nicht gemacht. Er sagt, wenn er spricht, dann hat er das gemacht. Das heißt, es ist unmöglich, dass er das gemacht hat. So, dann sagt er zu denen, fragt ihn, so fragt sie auch die Scherben, diese Götzen, die zu Scherben geworden sind. Er sagt, fragt sie, wenn sie sprechen können. Sie dachten darüber nach. Einige sprachen, ihr seid die Ungerechten. Dann senkten sie ihre Köpfe und verfielen wieder dem Irrtum. Sie sagten, du weißt doch, dass sie nicht sprechen können. Das heißt, die können nicht sprechen. Da antwortet a.s., sagte er, dient ihr anstatt Allah dem, was euer keineswegs nützen oder schaden kann? Das heißt, nicht mal sprechen können diese Götzen. Und ihr wechselt Allah mit solchen Götzen, mit solchen Steinen, die nicht mal sprechen können. Das heißt, sie können nicht schaden, sie können sich selber nicht retten, sie können sich nicht selber in Schutz nehmen. Ich habe denen vorgeworfen, dass sie selber das getan haben und sie können nicht sprechen und sagen, dass er das gemacht hat. Dadurch hat er die Hujja, hat er den Beweismittel gezeigt, Ibrahim a.s. Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim a.s. gesegnet. Nicht nur Ibrahim, sondern Ali Ibrahim. Ali Ibrahim, salamullah alayhim, ala Ibrahim und Ali Ibrahim kriegen den Salawat der Muslime, kriegen den Salawat der Propheten seit tausenden von Jahren. Warum? Aus welchem Grund kriegen Ali Ibrahim, salamullah alayhim, diesen Tugend, kriegen diesen Lob, diese Salawat von den Geschöpfen Gottes? Aus welchem Grund? Warum nicht jeder von uns kriegt diesen Salawat? Warum nicht jede Familie kriegt das? Nur Ali Ibrahim, salamullah alayhim. Warum? Weil Ali Ibrahim, alayhim salam, haben auch mitgeleistet mit Ibrahim, alayhim salam. Die haben Geduld gezeigt. Sie haben Anstand gezeigt, sie haben Langmut gezeigt, sie haben mitgemacht. Wir denken doch an Hajar, salamullah alayha, als der Prophet Ibrahim a.s. sie mit nach Mekka nahm und sie dort alleine ließ mit einem kleinen Baby. Sie fragte nur, sie hat nur ihn gefragt, ist das von Allah? Er sagt, doch, das ist von Allah. In der Wüste, in der Hitze, alleine gelassen zu werden mit einem kleinen Baby. Und geht Ibrahim a.s. weiter. Hat Allah dir das gesagt? Sag ja. Sagt Alhamdulillah, dann bleiben wir so, machen wir das. Einverstanden, sofort. Das heißt, sie haben Ibrahim a.s. geholfen auf Allahs Weg. Egal wie diese Hilfe aussieht, egal wie diese Leistung, wie groß diese Leistung war, die haben geholfen, die haben mitgemacht. Und das war der Lohn für sie, dass sie Salam von Allah
بكمن القرآن. سلام ورحمة عليكم أهل البيت زك الله سو إبراهيم عليه السلام und seine Familie. Und kriegt eine gesamte Sure in seinem Namen, heißt Ibrahim, Surat Ibrahim. Und wie gesagt, kriegen sie dieses Siegen aus dem Münder der gläubigen Familie Ibrahim. Die bekamen die Macht, die bekamen die Weisheit und sie bekamen das Buch. Das Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Was heißt das Buch? Wir alle haben das Buch bekommen. Aber haben wir die gleiche Aufgabe bekommen wie Ali Ibrahim? Haben wir die gleiche Aufgabe bekommen wie die Propheten? Nein. Wir haben vielleicht ein Buch aus Papier mit Schwarz auf Weiß drin. Aber den Inhalt dieses Buches, dieses Wissen dieses Buches, haben nur bestimmte Menschen bekommen. Und je nachdem, stufenweise. Stufenweise unter die Propheten. Das heißt, ein Prophet hat weniger bekommen als der andere. Und das ist immer höher. Bis unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All die Propheten haben ein bestimmtes Wissen bekommen. Jeder Prophet hat für sich ein bestimmtes Wissen bekommen. Ein Wissensgrad sozusagen. So und so viel Grad hat Isa, dass er aus Ton Menschen schuf, dass er Menschen, die blind waren, wieder geheilt hat. Einen bestimmten Grad hat Ibrahim a.s. bekommen, so dass er, wenn sie ihn ins Feuer geschmissen haben, dass das Feuer zur Klimaanlage umgewandelt wurde. Das laut Wissen. Einen bestimmten Grad hat Adam a.s. bekommen, so dass er durch diesen Grad des Wissens die Niederbeugung der Engel verdient hat. Und all diese Grade, all dieses Wissen, alles, was die Propheten vorher bekommen haben, alles zusammen hat unser Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bekommen. Das heißt, wenn jemand dir sagt, Isa alaihi salam ist besser als dein Prophet Muhammad, laut Zeugnis deines Korans. Warum? Weil im Koran, der Koran sagt, dass Isa a.s. konnte Menschen schaffen, erschaffen. Er hat die Funktion eines Schöpfers bekommen. Aber dein Prophet hat das nicht gemacht. Du kannst nicht sagen, du lügst. Rasulullah sallallahu alaihi hat auch das geschafft, Menschen zu erschaffen. Aber wer erklärt uns das? Wer gibt uns diese Informationen? Alles, was die Propheten geschafft haben, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekommen und noch mehr. Jetzt die Frage, als Jibril alaihi salam und Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den Himmeln waren, in den ersten, in den zweiten, in den dritten, in den vierten, war in Begleitung von Jibril alaihi salam. Und in jedem Himmel war Jibril alaihi salam mit, bis auf den fünften, sechsten und siebten Himmel und bis zu Arsch al-Rahman. Das heißt, das Wissen, was in den ersten Himmel, in den zweiten, in den dritten und den vierten hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mit Jibril alaihi salam gemeinsam. Aber das Wissen, was in den fünften Himmel hat Jibril verpasst, hat Jibril nicht bekommen. Und in den sechsten und in den siebten. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das Wissen der Propheten, den gesamten Propheten und Gesandten auf Erden, die gesamten Imamen, die gesamten Engeln im Himmel und mehr als Jibril alaihi salam bekommen. Und mehr als die Engel bekommen. So, dass er bis zu Arsch al-Rahman gegangen ist. Bis zu Arsch al-Rahman. Qaba qawsayni au adna. So nah war er zu dem Arsch. Und das Herz hat nicht gelogen, er hat sich nicht gewundert, was er gesehen hat. Der Koran sagt uns, das, was das Herz gesehen hat,
hat nicht für Lüge gehalten. Das heißt, das war für ihn das erste Mal, dass er Allah mit seinen Herzen sah, dass er den Arsch so nah gekommen ist. Und das war für ihn kein Wunder. Und er hat nicht gesagt, das mag ja sein, dass das doch nicht Gott ist. Das mag ja sein, dass das doch nicht der Arsch ist. Nein. Der Fuad von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat keinen Zweifel gehabt. Ibrahim sallallahu alaihi sagte zu Allah subhanahu wa ta'ala: O Allah, zeig mir, wie du die Menschen wieder erschaffst, nachdem sie Sand geworden sind, nachdem sie Knochen geworden sind. Sag, glaubst du dich, Herr Ibrahim? Er sagt, doch, aber damit mein Herz beruhigt wird. Ali ibn Abi Talib, der Schüler von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der das Wissen bekommen hat, all das Wissen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bekommen hat, sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, für jeden Propheten gibt es einen Erben und mein Erbe ist Ali. Derjenige, mein Erbe bekommen, mein Erbe ist Ali. Warith ilmi Ali. Das heißt, alles, was ihr jetzt gehört habt an Wissen, hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ali alaihi salam gegeben. وكل شيء احصيناه في امام مبين. Und alles, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, alles in einem Imam enthalten sein. Das heißt, dieser Imam enthält alles an Wissen, was du dir vorstellen kannst. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah sagt zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er sagt: والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Alaikum salam wa rahmatullah. Allah sagt zu dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hier ist der Beweis aus dem Koran, dass Ali alaihi salam das bekommen hat, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte. Allah sagt in Surat al-Fajr, Surat Fatir, Entschuldigung, Vers 31, 32, und 33. Er sagt, alles, was wir dir vom Koran, vom Buch steht da, steht nicht Koran, die Übersetzung ist falsch. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. Jetzt welches Buch? Wir wissen, es gibt Lauh al-Mahfuz. Das ist ein Buch. Es gibt Al-Kitab, alles, was ein Buch ist. Tora, Zabur, Injil, Koran. Das heißt, Kitab kann alles an Wissen gewesen, gemeint sein, nicht nur den Koran selbst. Aber Allah sagt hier, alles, was wir dir vom Buch offenbart haben, ist die Wahrheit. Eine Bestätigung der vorher offenbarten Schriften. Das heißt, alles, was davor war, wird durch den Koran bestätigt. Das heißt, das gesamte Wissen von den vorherigen Büchern. Das heißt, wenn du ein Christ bist, wenn du ein Jude bist und du hast dein Tora und dein Evangelium nicht, und sie haben das nicht, um deine Tora und dein Evangelium zu studieren, musst du zum Koran kommen. Denn der Koran ist die Bestätigung für die Bücher, die verschwunden sind, die verschollen sind. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der vorher offenbarten Schriften, Gott kennt und sieht seine Diener genau jetzt. Dieses Buch geben wir unseren auserwählten Personen dann. Das heißt danach, nach Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dann, dieses Buch geben wir unseren auserwählten Dienern zum Erbe. Die erben das Buch. So wie ihr eure Gold und eure Gelder von euren Eltern erbt, so erben die Nachkommenschaften der Propheten sallallahu alaihi wa sallam das Buch Allah subhanahu wa ta'ala, das Wissen. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, dann gaben wir das Buch unseren auserwählten Diener
zum Erbe. Darunter gibt es einige, die sich selbst gegenüber ungerecht sind. Jetzt diese Diener Gottes, er meint jetzt die Diener, nicht die, die das Buch bekommen haben. Unter diesen Dienern sind darunter welche, die sich ungerecht sind, sich gegenüber, sich selbst ungerecht sind. Und einige, die mit den guten wie mit den üblen Taten sparen, das heißt mittelmäßig, haben gute Taten und schlechte Taten. Mittelmäßige Menschen. Die machen Fehler, die machen Sünden, aber auch beten und fasten und was das ist. Sie mischen gute Taten mit schlechten Taten. Das ist die zweite Stufe von Menschen. Die beste Stufe unter diesen Menschen sind welche? Sind diejenigen, die das Buch bekommen haben. Und dann sagte er, die das als Erbe bekommen haben, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, die und die sich beeilen, das sind die, die sich beeilen, mit Gottes Erlaubnis Gutes zu tun, dafür erweist Allah ihnen seine große Huld in Gärten von Erden, von Eden, Jannatu Adnin, in Gärten von Eden werden sie kommen. Sie gehen ins Paradies. Und sie werden mit goldenen Armreifen und mit Perlen geschmückt sein. Und ihre Gewänder werden aus Seide sein. Das sind die, die das Buch erben. Aber was hat das alles verursacht? Was hat das alles verursacht? Dieser Neid von den Gegnern der Ahlul Bayt, die das Buch geerbt haben, hat sie so dermaßen verbrecherisch gemacht, so dass sie schlimmer als Kabil geworden sind, so dass sie auf jeden Preis diesen Menschen von der Erdoberfläche beseitigen wollten. Sie haben alles getan, was in ihrer Macht war, um diesen Menschen zu vertreiben, zu töten, zu vernichten. Denn sie wurden immer angemacht. Warum? Weswegen? Sie haben so genau geredet wie Ibrahim a.s. Ganz normal geredet. Nur erzählt, was die Wahrheit ist. Und die Menschen konnten das nicht ab. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in den Koran. Er sagt hier. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. Beneiden sie etwa die Menschen von wegen das, was sie von ihren Herren bekommen haben. Wir haben Al Ibrahim das Buch und die Weisheit und die Macht, die großartige Macht gegeben davor. Das heißt, die beneiden Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so dass sie das bekommen haben. Wir haben doch vorher Ali Ibrahim gegeben und ihr habt nichts dagegen gehabt. Das war für sie normal, dass Ali Ibrahim das Buch bekamen, dass sie die Weisheit bekamen und dass sie die Macht bekamen, als Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam das bekam. Waren sie neidisch? Am Yahsudun al-Nasa, beneiden sie etwas die Menschen? Welche Menschen? Das ist allgemein, wenn wir Koran lesen. Beneiden sie etwa, wer sind das die? Und wer sind die Menschen? Ja'far salamullah alayhi sagt, Nahnu humun nas. Wir sind diese Menschen, die beneidet werden. Die beneiden uns, dass wir das Wissen bekommen haben. Und das Buch, die Weisheit, und die Macht bekommst du durch dein Wissen, weil du musst zwischen die Menschen richten. Wenn du kein Wissen hast, du kannst nicht richten zwischen Menschen. Du kannst nicht sehen die Probleme, du kannst die Probleme nicht lösen. Und deswegen waren die sogenannten Khulafa, die ungerechten Khulafa, die unrechtmäßigen Khulafa, die den Platz des Propheten sallallahu alaihi wa sallam entwendet haben, sie waren machtlos, als irgendeiner zu denen gekommen ist mit einem Problem. Sie konnten nichts lösen.
Die Umma war gefährdet. Die Gesellschaft war gefährdet. Die Juden und die Christen haben das ausgenutzt, um das zu beweisen, dass der Prophet, derjenige, der gekommen ist, Lügner war. Warum? Weil jeder Prophet hat einen Wasi. Und der Wasi muss beweisen, dass das ein Prophet vor ihnen war. Und als sie zu Abu Bakr gekommen sind und haben sie die Fragen gestellt, konnte er nicht antworten. Das heißt, dieser Prophet, der da einmal hier war, war ein lügnerischer Prophet, weil Jesus a.s. gesagt hat, nach mir werden viele lügnerische Propheten hervorkommen. Ihr müsst vorsichtig sein. Sie können euch Wunder tun, dass ihr daran glaubt. Und jetzt glauben wir, dass dein Prophet ein Lügner war. Warum? Weil du als Stellvertretender musst du in der Lage sein, die Fragen zu beantworten, genau wie der Prophet selber. Das bedeutet dann Khalif. Du musst das übernehmen, die Funktion eines Propheten. Die Menschen recht leiten, die Beweise hervorbringen, weise sein zwischen den Menschen und zwischen den Menschen richten. Und sie kamen mit Fragen. Und die Muslime standen so sprachlos mit den Khulafa. Und die gucken, ein großer Khalif sitzt da und kann er nicht antworten. Da fragt er, wo ist Abu al-Hasan? Weil er weiß, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlih. Die beneiden die Menschen so, dass sie von Allah seine Tugend was bekamen. Nämlich das Buch, die Weisheit und die Macht. Schickten sie zu Ali a.s. Schickt jemand hin, der diesen Mann beantwortet. Sonst, wenn er nicht beantwortet wird, all die Anwesenden werden glauben, dass der Pastor im Recht ist. Und der Prophet war doch kein Prophet. Kommt Ali a.s. Er sagt, frag, was du möchtest. Ohne Hemmung, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Frag, was du möchtest. Er stellt die Frage. Ali a.s. antwortet mit einer Gegenfrage und beantwortet gleichzeitig die gleiche Frage. Von Anfang an, gleich von der ersten Frage, gibt dieser Jude auf und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أنك خليفة رسول الله. Das heißt, der Khalif war Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Und der Neid war in den Herzen der Gegner groß. Gestern sollte normalerweise der Tag von Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salam. Wir haben nicht viel geschafft, von Abu al-Fadl alayhi salam was vorzutragen. Heute, und sagen wir, die Tage waren nicht genug für uns, um über Qasim a.s. zu sprechen, über Abbas a.s. zu sprechen, über Ali al-Akbar zu sprechen, über die Freunde von Hussein a.s. zu sprechen. Die Zeit ist viel zu knapp. Und deswegen, weil wir auf zwei Sprachen das machen. Erstmal das, und das zweite, die zweite Ursache ist, weil die meisten kommen viel zu spät. Und sie wollen gleich fertig werden. Wenn wir gucken, also ich gucke jetzt jeden Tag meine Vorträge, also die Vorträge, die hochgeladen werden, das ist höchstens eine Stunde Vortrag. Und wir verabreden uns jeden Tag hier 19 Uhr. 19 Uhr sollen wir anfangen. Die ersten 10 Leute sind das erst um 20 Uhr hier. Um 20 Uhr. Und wenn wir loslegen, halb neun, 20.30 Uhr. So, und dann, wenn die Lakmia kommt, haben wir auch eine Stunde. So, deswegen, diese Verspätung lag nicht an uns. Das lag an euch, an den Anwesenden. Wärt ihr alle reichlich hier gewesen, rechtzeitig hier gewesen, dann hätten wir alles mitbekommen, was in Muharram passiert ist. Deswegen, weil auch jetzt der letzte Tag wird Ayatollah Sheikh Ali Turabi inshallah hier anwesend sein und er wird die Vorträge, den Vortrag auf Persisch machen, weil wir dann auch viele von uns nicht mitbekommen können, weil das auf Persisch ist. Ich werde heute und morgen die Ereignisse von den Tagen von Karbala zusammenfassen, sozusagen, gleich über Al-Abbas und gleich über
Ali al-Akbar, Ali al-Asghar, alles was ich schaffen kann. Und die Rede von Ali Sajjad, salamullah alayh, in der Moschee von Yazid ibn Muawiyah, Moschee der Umayyaden in Damaskus. Als er dort war, kam hinein und hier zeigt Ali Sajjad, salamullah alayh, man spricht von 23 Jahre alten jungen Mann, der schwer krank war in Karbala, der dort auch zu Fuß marschieren musste, als ein kranker Mann von Karbala bis nach Damaskus, verschleppt mit Seilen, mit Ketten und gezogen an seinem Hals. Und er musste währenddessen, während dieser Schleppung, dieses Ziehen von Karbala nach Damaskus, man spricht von 2000 Kilometer. 2000, nicht 200, 2000 Kilometer redet man davon. Weil die gingen über Libanon, Aleppo, nachher Aleppo und was weiß ich, und dann gingen sie bis nach Damaskus. Das heißt, sie haben so eine Weltreise gemacht, fast. So. Aber das war nicht schlecht. Das, was Ali Sajjad, was Zainab alayhi salam, was Ali Muhammad sallallahu alayhi jami'an geleistet haben, pflücken wir jeden Tag. Nicht nur in Muharram. Wir pflücken unser ganzes Leben, pflücken wir das, was sie für uns geerntet haben. Wir schöpfen davon Wissen ohne Ende. Wir schöpfen davon Erfahrung ohne Ende. Wir schöpfen davon Siege ohne Ende. Jedes Sieg, was wir in dieser Umma erlebt haben gegen die Feinde, hat seine Inspiration von Karbala und von Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Sajjad, der Sohn von Hussein salamullah alaihi, der Behälter der Imama, der Erbe des Wissens des Propheten, der Propheten, der Erbe des Wissens der Prophet aller Propheten und Gesandten, die je auf diese Erde gekommen sind. Man redet von mindestens 124.000 Propheten. Man redet von mindestens 124.000 Propheten und Gesandten. All dieses Wissen, was diese Menschen bekamen, wurde übertragen von einem Imam auf anderen Imam. So dass Ali Sajjad, salamullah alayh, trug dieses Wissen mit sich, wurde geschleppt, wurde erwürgt auf die Straße fast, auf den Wegen Richtung Damaskus zu den Amir al-Mu'minin, Yazid ibn Muawiyah, la'anahullah. Der Fürst der Gläubigen, Yazid ibn Muawiyah, Qatil al-Hussein, diesen Blutvergießer, diesen Tyrannen, ließ Hussein, ließ Ali Muhammad, die übrig gebliebenen, diese Frauen und die kleinen Kinder, die noch am Leben waren, und Ali Sajjad, der Kranke, ließ er sie verschleppen von Karbala bis nach Damaskus. Und auf welche Art und Weise Hussein, Ali Sajjad, alayhi salam, musste diesen Weg den Kopf seines Vaters begleiten auf einen Speer. Der Kopf von Hussein alayhi salam war auf einen Speer und liefen sie mit diesem Speer, mit diesem Kopf von Hussein und von Abbas und von den anderen 70 Köpfe waren auf den Speeren und liefen sie von Karbala bis nach Damaskus. Und dieser Mann, stellt euch mal vor, was wird aus dir? Nicht wenn der Kopf deines Vaters vor deinem Augen getragen wird. Nicht, wenn die Köpfe von deiner Familie vor deinen Augen getragen werden. Nein, wenn dein Vater schwer krank irgendwo im Krankenhaus liegt. Was wird aus dir? Aber Ali Sajjad alayhi salam marschiert und guckt sich den Kopf seines Vaters auf den Speer und musste überall hören, wie die Menschen auf der Straßenseite standen und diese Menschen verfluchten.
Alhamdulillah, alladhi arahana minkum. Sagen die, Alhamdulillah, möge Allah, Allah sei gelobt, Allah sei Dank, dass er uns von euch erlöst hat. Sagen sie zu Ali Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, alladhi arahana minkum, sagen die Menschen auf der Straße. Warum? Propaganda. Ahlul Bayt alayhi salam waren in den Augen der Menschen Räuber. Das waren Piraten in ihren Augen. Ahlul Bayt alayhi salam waren Khawarij, Abtrünnige in den Augen der Muslime. Und Ali Sajjad musste das hören, musste antworten drauf. Er musste antworten. Das heißt, die Risala hat nicht aufgehört, hat keine Pause gehabt. Ali Sajjad alayhi salam hat keine Pause gemacht. Er geht mit und predigt währenddessen, obwohl dass er schwer krank war, so dass sie bis zur Grenze von Damaskus gekommen sind. Da kommt ein Scheich, ein Imam aus einem Moschee mit Koran in der Hand, sagt Alhamdulillah, alladhi arahana minkum. So reden sie auf der Straße. Alhamdulillah, Allah sei Dank, Allah sei gelobt, dass er uns von euch erlöst hat. Dann sagt Ali Sajjad alayhi salam, sagt ayyuha Scheich, o du Imam, o du Scheich, hast du den Koran gelesen? Sag, وَمَا دَخْلُكُمْ أَنْتُمْ فِي الْقُرْآنِ. Was habt ihr mit Koran zu tun? Merkt ihr diesen Menschen damals? Was habt ihr mit Koran zu tun? Ihr seid Khawarij, ihr seid Abtrünnige. Er sagt, هَلْ قَرَأْتَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ الْأَجْرَ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Er sagt, hast du Koran gelesen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich frage euch nicht nach Lohn, außer die Liebe zu den Verwandten. Er sagt, ja, habe ich gelesen. Er sagt, hast du gelesen? إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Allah will die Unreinheiten von euch, Ahlul Bayt, wegtun und euch reinigen. Sagt, doch, habe ich gelesen. Er sagt, ja, Scheich, nahnuhum Ahlul Bayt, nahnuhum, wir sind Ahlul Bayt. Wir sind diejenigen, die Allah dir befohlen hat, sie zu lieben und nicht zu hassen und töten. Dieser Scheich sagt, antum hum, seid ihr das? Vergib mir, ich habe das nie gewusst. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, marschierte Hussein alayhi salam weiter. Und währenddessen gucken die kleinen Kinder, die kleinen Mädchen, die mitfahren. So kleine Mädchen von Hussein alayhi salam, ein davon heißt Ruqayya. Und sie hört, wie die Menschen über ihren Vater schimpfen. Das heißt, sie, das reicht nicht. Reicht das nicht, dass dieses Mädchen ihren Kopf, den Kopf ihres Vaters auf den Speer sieht? Reicht nicht, dass sie das Blut von ihrem Vater auf den Speer sieht, dass die Leute so noch darauf schimpfen und ihn schlecht machen? Wenn jemand gegen deinen Vater irgendein schlimmes Wort sagt, dann ist für dich Weltuntergang. Aber was konnten sie diesen Menschen, was konnten diese Menschen noch machen gegen all diese Menschen, die auf Straßenseiten waren? Überall war ein Feiertag. Das war ein Festtag in Syrien, so dass der Poet stand dort und sagt: Ma'atimun fil Iraq, ta'udduha ash-Shamu min a'yadiha. Trauerzeremonien in Irak werden in Syrien als Feiertagen betrachtet. Da wird getrauert, da wird geweint und dort wird gejubelt. Allahu Akbar dort für Allah und Allahu Akbar dort für Yazid und für Shaitan. Und heute hören wir Allahu Akbar, was für Shaitan ist, und Allahu Akbar, was für Allah ist. Die machen Takbir. Was? Wir haben gewonnen. Die Abtrünnigen sind ausgerottet und ihre Frauen wurden verschleppt. Zainab, salamullah alayha, Sukaina, Rabab, Umm Kulthum, Ruqayya. All diese Frauen, das sind die reinen Frauen. Das sind die Kinder des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Das sind die Frauen der Imame. Das sind die Kinder der Imame.
Das sind die Harair, im wahrsten Sinn des Wortes, die freien Frauen, die reinen Frauen. Die Frauen, die man in Medina und Mekka ihren Gesichter nie sah. Man hat gerätselt, wie sieht Zainab aus? Al-Hawra Zainab. Und sie durfte da in vielen Fällen unterwegs ihren Schleier verlieren. Zainab, salamullah alayha. Diese Frau, die niemals das Haus verlassen hat, ohne die Begleitung von Hussein und von Hassan und von Abbas, läuft wie eine Königin aus dem Haus von ihres Vaters Ali ibn Abi Talib alayhi salam. In Medina läuft sie wie eine Königin, Hassan, Hussein und Abbas. Was für Männer waren Schützer von Zainab, salamullah alayha. Aber wo sind die? Wo ist Abbas? Wo ist Abbas? Abbas Körper ist in Kerbala. Abbas Körper wurde zerstückelt und sein Kopf auf den Speer vor Zainab a.s. Wo ist Hussein? Wo ist mein Schützer Hussein, der immer, wenn die Sonne schien, weil die damals keine Dach hatten, wenn die Sonne schien und ich schlief, der stand zwischen Sonne und mir, sodass mein Gesicht verbrannt wird. Wo ist er? Jetzt beschattet er mich nur mit seinem Kopf. Sein Körper ist dort im Kerbala. Körper, den man nicht tragen konnte. Körper, den man nicht tragen konnte. Derjenige, der Hussein a.s. Russen machen wollte, der ihn begraben wollte. Er sagt jedes Mal, wenn ich seinen Körper getragen habe, viel das andere Teil des Körpers auf der anderen Seite. Der Husseins Körper war zerstückelt, aber die Haut hat diese Körperglieder zusammengehalten, so dass man ihn nicht gerade tragen konnte. So war Shahid al-Islam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib salamullah alayhi. Zainab alayhi salam marschiert diese Strecke nach Syrien. Sie gehen durch die Straßen von Damaskus. Die gehen durch die Straßen von Scham. Und gehen sie in die Moschee von Scham. Dieser Moschee, der heute immer noch steht dort. Dieser Moschee von den Umayyaden. War Yazid dort und der sitzt und wartet mit seinen Freunden und seinen Angehörigen, dass diese verschleppten Sabaya empfangen werden. Und der Kopf von Hussein muss dort präsentiert werden, muss dort gezeigt werden. Wir zeigen euch heute unsere Leistung. Wir haben euch jetzt was gebracht. Sie kommen in der Moschee und die machen diesen Kopf von Hussein a.s. in den Eimer und fingen dieses Schwein, Yazid ibn Muawiyah, den Kopf von Hussein a.s. mit seiner Peitsche zu schlagen, so auf seine Lippen. Und weinen die Kinder, sagt, das sind die Lippen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam geküsst hat. Die kleinen Mädchen waren so klein, dass sie nicht in den Eimer reinschauen konnten. Und er sieht haut mit seiner Peitsche auf den Kopf von Hussein alaihi salam und sagt, ma ajmalaka ma ahlak, wie schön bist du, wie gut siehst du denn aus. Und stehen die Angehörigen des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Moschee, so dass die kleinen Kinder von Hussein alaihi salam, diese kleine Ruqayya, dass sie so klein war, dass sie nicht in den Schüsseln einschauen konnte. Sie stand immer auf ihre Zehenspitze, damit sie reinguckt, was passiert dort in den Eimer. Sie sagte zu ihrer Tante Zainab, salamullah alaihi. Sagt Zainab, Tante sagt, ihr seht, er soll nicht den Kopf meines Vaters schlagen. Er soll aufhören. Und Zainab versucht, diese kleinen Kinder zu verstecken mit ihrer Kleidung, sodass sie nicht mitverfolgen, dass sie nicht sehen, diese herzlosen Menschen, wie sie mit dem Imam, mit dem Fürst, der Männer im Paradies macht oder machen. Sa'id al-Mambar, salamullah alayhi, Ali ibn Ali Sajjad, salamullah alayhi, geht zu Yazid und sagt, Yazid,
Erlaubst du mir, dort an der Kanzel zu gehen und den Menschen was erzählen, was ihnen für dies und jenseits nützlich ist? Er sagt, nein. Ihr seht, warum? Lass mich an den Member gehen. Ich möchte reden mit diesen Menschen, die hier machen, jubeln. Takbir überall, Allahu Akbar, Allahu Akbar, in der Moschee, Allahu Akbar, die freuen sich. Die Moschee wurde geschmückt. Schmuck überall. Feiertag. Heute ist der Sieg. Ali Sajjad geht zu Yazid und sagt, erlaubst du mir, dort an der Bühne zu gehen, an der Kanzel zu gehen und den Menschen was erzählen, was für sie in dies und jenseits nützlich ist? Er sagt, nein. Warum nicht? Die Freunde von Yazid sagen, lass ihn doch. Der ist jung und krank und der fällt zusammen. Kaum geht er dorthin, der wird er zusammenfallen. Der bricht zusammen. Aus Scham. Guck mal, wie viele Menschen gibt es nicht. Yazid wusste, wer Hussein a.s. ist. Yazid wusste, wer Ahlul Bayt a.s. waren. Er sagt, innahum in Ahlul Baytin zuqqul ilma zaqqa kabiruhum la yuqas wa saghiruhum jamra la tudas. Er sagt, Wallah, dieser Mann, wenn er an der Macht, wenn er an der Kanzel kommt, kaum geht er dorthin, fällt mein Imperium zusammen, fällt meine Macht zusammen. Das ist, der gehört zu einem Ahlul Bayt. Der größte von ihnen ist so groß, dass man ihn nie messen kann. Und der kleinste von ihnen wie ein Stück Feuer, das man nicht treten kann. Kaum geht er dorthin, fällt mein Reichtum zusammen. Ihr kennt ihn nicht. Ja, Yazid, lass ihn doch gehen. Dann sagt Yazid, geh. Er geht zu der Kanzel. Er geht auf die Kanzel. فحمد الله واثنى عليه. Hat Allah gelobt. Fing an, Ali Sajjad a.s., so wie jeder Prediger das macht. Ein Mann steht dort, ein jünger Mann steht dort, der richtig krank ist, der erschöpft ist und macht Allahs Lobpreisen. Alhamdulillah. Hamad Allah. Wa athna alayh. Summa khataba khutbatan, sagt der Überlieferer. Und dann hat er eine Rede gehalten. Fabka minha al-uyun, hat die Augen zum Weinen gebracht. وأوجل منها القلوب und hat die Herzen gerissen. قال أيها الناس, als allererstes sagte, o ihr Menschen, أعطينا ستا, wir haben 6 Eigenschaften bekommen. وفضلنا بسبع, und wir wurden mit 7 Eigenschaften bevorzugt. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب الناس. Wir haben Sanftmut gegeben. Wir wurden Sanftmut gegeben. Wir haben Wissen gegeben. Wir wurden Toleranz gegeben. Wir wurden Eloquenz gegeben. Wir wurden Tapferkeit gegeben. Und wir wurden Liebe in den Herzen der Menschen gegeben. Das heißt, diese Liebe, die wir haben, hat Allah uns gegeben. Wodurch? Durch diese Dua von Ibrahim, salamullah alayh. Dieser Mann, der dort vor 1000 Jahren die Götzen dieser Menschen zerstört hat, hat er ein Dua gemacht. Er sagt, oh Allah, mach diesen Land friedlich, nämlich Mekka. Mach sie friedlich, mach diesen Land friedlich. Und gib ihren Bewohner von Mekka Segen und mach in ihr Menschen, wofür die Herzen deiner Diener, worauf die Herzen deiner Diener fallen. Das ist diese Liebe von Ibrahim a.s. Dieser Dua hat Allah erhört. Und Ali Sajjad a.s. sagt, nachdem er Allah subhanahu wa ta'ala gelobt hat, diese 6 Sachen, die wir bekommen haben, Toleranz, Sanftmut, Weisheit, Wissen, Ehre
und Liebe in den Herzen der Menschen. Und er sagt, und wir sind bevorzugt, so dass von uns der Prophet ist, unter den Arabern. Von uns ist Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, der Muhtar, der Auserwählte. ومن الصديق علي بن أبي طالب سلام الله عليه und von uns ist der Siddiq ومن الطيار und der fliegende Jafar al-Tayyar سلام الله عليه sein der Bruder von علي بن أبي طالب عليه السلام ومن أسد الله und von uns ist der Löwe Gottes وأسد رسوله حمزة سلام الله عليه ومننا سبطي هذه الأمة وسبطا هذه الأمة. Und wir sind, von uns sind die jungen, geliebten Männer dieser Umma, nämlich Hassan und Hussein, سلام الله عليه. من عرفني فقد عرفني. Wer hat mich erkannt, der hat mich erkannt. Und wer mich nicht erkannt hat, ich werde mich ihm bekannt machen. Jetzt, sie wollen gucken, wer ist dieser junge Mann. Die Menschen kennen Ahlul Bayt a.s. dort nur als Räuber. Sie kennen sie nur als Abtrünnige. Sie kennen sie nur als Jahil. Er sagt, Ayyuhan Nas, Ana ibn Makkata wa Mina. Ich bin der Sohn von Mekka und Mina. Ana ibn Zamzam wa Safa. Ich bin der Sohn von Zamzam und Safa. Ana ibn man hamal al-Rukn bi atraf al-Rada. Ana ibn Khayri man intadara wa artada. Ana ibn Khayri man inta'ala wa ahtafa. Er beschreibt sich. Ich bin der Sohn den besten Menschen, die in Allah, auf Allahs Weg zugeschlagen haben. Ich bin der Sohn eines Menschen, der das Bescheidenste, das Allerbescheidenste, was es gibt, getragen hat. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich so angezogen, sodass man gesehen hat, dass diese Kleidung, die er anhat, das trägt nicht mal der Ärmste unter denen. Er war so bescheiden. Er sagt, ich bin der Sohn von denen. Jetzt wissen sie noch, langsam macht er sich bekannt. Und die Sache wird immer näher. Erstmal Ibn Makkah, Wamina, Ibn Safa und so weiter. Und dann beschreibt er langsam seinen Opa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und all diese Menschen waren am Feiern. Und auf einmal kommt jemand, so ein kleiner Junge, und fängt an zu reden, dass er die Herzen dieser Menschen angezogen hat. Und er sieht, sitzt und hört. Und dann erzählt er weiter von sich selbst. Ich bin der Sohn von dem Besten, der Tawaf gemacht hat und der Sa'i gemacht hat. Ich bin der Sohn von dem Besten, die Hajj gemacht haben. Die Besten, die Hajj gemacht haben. Und diejenigen, die Labbaika gesagt haben. Ich bin der Sohn, derjenige auf den Buraq getragen wurde. Das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auf den Buraq getragen zum Sidrat al-Muntaha, wovon wir vorhin geredet haben. Zum siebten Himmel, zu den Arsch. Fil Hawa, anabnu man usriya bihi min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa. Anabnu man balaga bihi Jibraila ila Sidrat al-Muntaha. Ich bin derjenige, der Jibril getragen hat, bis das letzte Ende des Endes. أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أنا ابن من صلى بملائكة السماء Ich bin der Sohn von denjenigen, der als Imam für die Engel in den Himmel gebetet hat. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat als Imam für die Engel gebetet. Und er sagt, ich bin der Sohn von diesem Mann. أنا ابن من أوحي إليه من أوحى إليه الجليل ما أوحى. Ich bin derjenige, der Sohn von dem,
den Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, was er offenbart hat. Ana ibn Muhammad al-Mustafa. Ich bin der Sohn von Muhammad al-Mustafa. Ihr seid in der Moschee. Und hier ist Allahs Moschee. Hier ist Allahs Haus. Hier macht ihr Dua. Hier macht ihr Gebet. Hier macht ihr Azan. Hier wird mein Opa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt. Jetzt erkennen die Leute, die Menschen, die Anwesenden, wissen sie, wer Ali Sajjad, wer dieser kranke Mann ist und wer sie umgebracht haben. In der Moschee steht er dort, macht er sich bekannt. Ich bin Sohn von dem Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So, das war nicht genug Information. Jetzt geht das weiter. Er sagt, er ana ibn Ali al-Murtada. Ich bin der Sohn von Ali al-Murtada. Ali ibn Abi Talib, salamullah alayhi. Ana ibn man daraba kharatim al-khalqi hatta qalu la ilaha illallah. Ich bin derjenige, ich bin der Sohn von dem, der die Rüssel der Menschheit geschlagen hat, bis sie la ilaha illallah gesagt haben. Die Vorfahren von Yazid, der Opa von Yazid, der kriegte auf sein Gesicht die Schläge, bis er La ilaha illallah gesagt hat. Ana ibn man daraba bayna yaday Rasulillah bisayfayn. Ich bin derjenige, der Sohn von dem, der zwischen den Händen des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit zwei Schwertern geschlagen hat. Ali ibn Abi Talib a.s. lief in Fällen, kämpfte in Fällen, nicht nur mit einem Schwert, sondern mit zwei Schwertern. So dass er in einer Schlacht 300 Menschen umlag und die Engel alle zusammen 300. Ali a.s. hat in einer Schlacht 300 Mushrik umgebracht. Und die alle Engel zusammen, die Allah subhanahu wa ta'ala in den Koran, 300 oder mehr, haben sie 300 Mushrik umgelegt. Er sagt, ich bin der Sohn von diesem Mann, der mit zwei Schwertern inzwischen den Händen des Propheten gekämpft hat. Und der zwei Hijra gemacht hat. Merkt ihr jetzt diejenigen, die gelobt werden in den Koran? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مهاجرين diese Auswanderer. Ich bin der Sohn, der zweimal Hijra gemacht hat, nicht nur eins. وبايع البيعتين, und hat zweimal die Bay'a abgelegt. وقاتل ببدر وحنين, und gekämpft in Badr und Hunain, nicht nur in Badr oder in Hunain. ولم يكفر بالله طرفة عين, und er war Allah gegenüber nicht ungläubig, nicht mal einen Augenblick. Nicht eine Stunde, nicht ein Tag, nein, nicht Augenblick, ein Augenblick. War mein Vater Ali ibn Abi Talib a.s. nicht ungläubig Allah gegenüber. Er ibn Salih al-Mu'minin. Salih al-Mu'minin wird in den Koran erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten mit ihm geschützt hat, als er zu Aisha und Hafsa gesagt hat, wenn ihr gegen ihn demonstriert, فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا. Wenn ihr gegen ihn demonstriert, so Allah ist sein Maula. Wer ist noch sein Maula? Koran sagt, wer ist noch sein Maula? فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَى und Jibril وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ, der Beste unter den Gläubigen. Ali ibn Abi Talib a.s. Allah sagt, ich bin der Maula von Rasulullah. O Aisha und Hafsa, wenn ihr gegen den Propheten demonstriert, wenn ihr gegen ihn was anmacht, antut, wenn ihr ihn irgendwas antut, wenn ihr Gerüchte verbreitet gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich werde nicht alleine gegen euch sein, sondern ich, Jibril und Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Und die Engel werden dann nachher Zeugen sein.
Was ist das für ein Lob für Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Was war dieser Mann? Sagt Ali al-Sajjad, ich bin Sohn von Salih al-Mu'minin. Erinnert diesen Menschen an den Koran. Denkt mal an den Koran. Denkt mal an die Versen des Korans. Denkt mal, wer ist Salih al-Mu'minin? Denkt mal an diesen Vers. Ich bin Sohn von Salih al-Mu'minin. وارث النبيين und der Erbe der Propheten, wovon wir auch vorhin geredet haben. وقامع الملحدين ويعسوب المسلمين und der Fürst der Muslime. ونور المجاهدين Licht der Mujahideen, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. وزين العابدين und Schmuck der Bietenden, der Gott anbietende. وتاج البكائين واصبر الصابرين وافضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. Geht er weiter und sagt: انا ابن المؤيد بجبريل المنصور بميكائيل. Ich bin derjenige, der Beistand bekommt von Jibril und der unterstützt wird durch Mikael. انا ابن المحامي عن حرم المسلمين. Ich bin derjenige, der Sohn von denen, der die Ehren der Gläubigen, der Muslime schützt. Was machen Sie mit meiner Ehre? Was macht ihr mit meiner Tante? Was macht ihr mit den Ehren des Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Ich bin der Sohn von dem, der die Ehren der Muslime schützt. وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداء الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرب الرسول المؤمنين. Ich bin der Sohn von den Ersten, der den Propheten erhört hat, den Ersten, der Labbaika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nämlich Ali ibn Abi Talib, der Erste, der an Allah nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt hat. وأول السابقين وقاسم المعتدين ومبيد المشركين وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب القوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب. Beschreibt er seinen Ali ibn Abi Talib, er beschreibt seinen Opa, wie er gekämpft hat, wie er den Islam verbreitet hat, wie er geglaubt hat. Das brauche ich nicht alles übersetzen, das ist für den Bruder, der hier inshallah als nächstes, also in den nächsten Tagen, diese Freitagspredigt übernehmen wird. Und inshallah wird Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, ihn auf diesem Weg zu befestigen. Er sagt, ومفرق الأحزاب قربة الأعنة طحن الرحى وبذروهم في وبذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجاز إستيس لوفي فون حجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعرين وابو الصبطين الحسن والحسين ذلك جدي علي بن ابي طالب. Er sagt jetzt erstmal, hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben, haben sie gewusst, dass es der Sohn von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt dann haben sie gewusst, dass es der Sohn von Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Aber von wem? Von Hassan oder von Hussein alaihi salam? Das haben sie noch nicht gewusst. Dann sagte er: أنا ابن فاطمة الزهراء. Ich bin der Sohn von فاطمة الزهراء. أنا ابن سيدة النساء. Ich bin der Sohn von den Fürsten der Frauen. وأنا ابن خديجة الكبرى. Ich bin der Sohn von خديجة الكبرى. أنا ابن المقتول ظلما. Jetzt erzählt er, ich bin der Sohn von den im Ungerecht umgebracht wurde. Jetzt redet von seinem Vater Hussein عليه السلام. أنا ابن المجزوز الرأس من القفا. Ich bin der Sohn, der sein Kopf von der Mitte geschnitten ist. Das heißt, er
erzählt jetzt von dem Kopf von seinem Vater. Ich bin Sohn von demjenigen, der sein Kopf jetzt in der Schüssel zwischen euren Händen liegt. Merkt ihr, was für eine Rede, wie er die Menschen überzeugte, wie er die Menschen zu sich angezogen hat und Jesid hat die Wahrheit ausgesprochen, indem er gesagt hat, dieses Kind ist von Ahlul Bayt, kabiruhum la yuqas wa saghiruhum jamra la tudas. Das ist ein Sohn von Ahlul Bayt, der größte von denen ist unmessbar und der kleinste von denen ist wie ein Blut, so dass man ihn nicht treten kann. Ich bin der Sohn von den Durstigen, bis er gestorben ist. Ali Hussein, salam Allah alayhi, hat gedurstet, bis er gestorben ist. Ich bin der Sohn von der in Karbala umgelegt wurde. Ich bin der Sohn, der seinen Amama, sein Turban und sein Gewand geklaut wurde. Sie haben sein Gewand und seine Amama weggenommen, entwendet. Stellt euch mal vor, ein Imam Hussein, salamullah alayhi, auf einmal ohne Amama. Auf einmal ohne sein Gewand, ohne sein Abe. Ana ibnu man bakat alayhi malaikatu as-sama'. Ali Sajjad erzählt uns, dass die Engel der Himmel haben über ihn geweint. Ich bin der Sohn von dem, worüber die Engel der Himmel geweint haben. Ana ibnu man bakat alayhi malaikatu as-sama'. Ana ibnu man nahat alayhi al-jinn fi al-ard wa at-tayr fi al-hawa'. Ich bin der Sohn, worüber die Jinn auf Erden und die Vögel in den Himmel geheult haben. Ana ibnu man ra'suhu 'ala as-sinani yuhda. Ich bin der Sohn, der seinen Kopf auf die Speere verschenkt wird. Die wollten unterwegs damit handeln. Wer möchte das als Geschenk haben? Weil der größte Preis, den größten Preis, was ihr seht, zahlen wird, ist für den Kopf von Hussein a.s. Da machen sie Geschäfte unterwegs. Wer will diesen Speer tragen? Wer bezahlt mehr? Der kriegt die größte Geschenk von Yazid. So haben sie gehandelt mit dem Kopf von Hussein a.s. Wer? Ummatu Muhammad, die Umma von Rasulullah a.s. Ana ibnu man haramuhu fil Iraq ila al-Sham tusba. Ich bin der seine Ehre, die Ehre, seine Ehre von Irak bis Scham, bis Damaskus verschleppt wird. Der redet, 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 bis Yazid, bis die ganzen Anwesenden von der Moschee dort anfingen zu weinen und zu rufen, Allahu Akbar. Jetzt kommt Allahu Akbar für Allah subhanahu wa ta'ala. Vorhin war Allahu Akbar für Yazid. Allahu Akbar für Shaitan. Jetzt kommt Allahu Akbar für Allah, für Muhammad und Ali Muhammad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, sagen die Menschen damals, sagten damals, für Ali Sajjad, als sie das gehört haben. Wie dieser Sheikh. Ihr seid das. Wir haben gehört, ihr seid Räuber. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yazid konnte die Menschen nicht mehr beherrschen, konnte er sie nicht kontrollieren. Und deswegen sagt es zu den Muaddin, er sagt, ayyuha al-Muaddin, der Azan macht, geh und ruf, ruf zum Azan, obwohl das nicht Gebet ist, also nicht die Gebetszeit war. Geh und ruf zu den Azan. Und dieser Mann, falamma kabbar al-Muaddin wa qal, Allahu Akbar, sagt Ali ibn Abi Talib, sagt Ali Sajjad a.s. Als er gesagt hat, Allahu Akbar, Ali Sajjad a.s. antwortet, sagt, la shay'a akbar min Allah, kabbarta kabiran la yuqas. Er sagt, es gibt nichts größer als Allah, du hast jemanden groß gemacht, der unmessbar ist. Falamma qala, ashhadu an la ilaha illallah. Der Muaddin sagt, ashhadu an la ilaha illallah, sagt Ali Sajjad alayhi salam. La shay, er sagt, la shay akbar min Allah, kabbarta kabiran la yuqas,
شهد به شعري وبشري وعظمي ولحمي ودمي. إذاك دو زاكس دو بتزويكس داس است لا إله إلا الله دافير بتزويكت ماين هاري ماين بلوت ماين نهوت ماين كنوخن ماين فلايش. Dann sagte er, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yazid wollte das flicken. Er wollte dicht machen, die Lücken wollte er dicht machen. Er wollte Ali Sajjad stumm machen. Dieser Muaddin kommt, schiebt Ali weg, Ali Salam, und nimmt ihn, sagen wir, den Platz und fängt an Takbir zu machen und Azan zu machen. Und er weiß nicht, dass es ein Schuss ins eigene Bein. Warum? Weil ich habe vorher erzählt, wer Muhammad ist, sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt kommt er in deine Moschee und sagt, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dann sagt Ali Sajjad, er sagt, Yazid, dieser Muhammad ist dein Opa oder mein Opa? Wenn du sagst, dein Opa, hast du Kufr begangen. Und wenn du sagst, mein Opa, warum hast du meinen Vater getötet? Das war nicht mehr zu halten, diese Menschen. Deswegen hast du meinen Vater, der Sohn des Propheten, Rehana Rasulullah, getötet. Kam Ali Sajjad a.s. von den Minbar runter und kamen die Menschen an ihn ran. Als ob die zu Kaaba gegangen wären. Als sie zum Hajar, dieser Stein, wo man seine Sünden los wird, gegangen wären. Einer küsst ihn von der Seite. Einer hält sich an seine Klamotten, einer zieht ihn und die weinen und weinen. Yazid ibn Muawiyah, durch seine Dummheit hat seine eigene Moschee schiitisiert. Er hat die Anwesenden alle Schiat Ali ibn Abi Talib a.s. gemacht. Alle Ansar al-Hussein a.s. Das ist der Sieg. Da hat Hussein triumphiert. Da hat Hussein a.s. gewonnen. Sie haben Hussein getötet, aber Hussein war nicht tot. Hussein a.s. hat das Haus von Yazid, das eigene Haus von Yazid erobert. Die Frau von Yazid selber hörte die Stimme von Zainab a.s. dort reden. Und sie schrie von dem Haus, sag Yazid, wenn du diese Frau nicht frei lässt, ich werde meine Haare freilassen und jedem Menschen zeigen. Das ist die Tochter des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Schiitentum kam ins Haus von Yazid und Muawiyah. Die haben gedacht, die hätten gewonnen. Durch diese Reise von Karbala nach Syrien waren Lichter auf diese Sperre und keine einfache Köpfe. Waren Lichter. Stellt euch mal vor, als sie unterwegs waren, und sie hatten diesen Köpfen auf dieser Sperre, waren sie an ein Kloster vorbeigegangen. An ein Kloster. Da sahen sie ein Kloster. Und sie wollten sich dort beschatten. Sie haben etwas dort stationiert und sie ließen die Köpfe auf dem Boden. Da kommt einer von dem Kloster, ein Pastor, ein Priester, und guckt, sieht den Kopf von Hussein a.s. in Halab, in Aleppo. Bis jetzt. Besucht man den Kopf von Ali, von Hussein, Salamullah alayh, in Aleppo, in Syrien. Bis jetzt. Was ist das jetzt? Das war eine Kirche. Und dieser Mann sagt, ich gebe euch, was ihr möchtet. Das sind Leute von Dunya. Das sind Menschen von Dunya, diese Mörder von Hussein, alayhi salam. Er kam mit Geld. Was wollt ihr? Ich gebe euch, was ihr möchtet. Lasst mal diesen Kopf nur eine Nacht bei mir. Er nahm diesen Kopf, hat ihn abgewischt von Blut und geduftet und geweint bis, also die ganze Nacht durch, bis zum nächsten Tag. Bis heute, wenn du dort gehst, man sagt, man geht Kopf von Hussein in den Kloster besuchen. Dort ist ein Wunder entstanden. Auf dem Platz, wo der Kopf von Hussein a.s. gestanden hat, wo der Kopf von Hussein a.s. gelegt hat. Ein Christ konnte schätzen, was ein Sohn eines Propheten bedeutet. Und eine Umma, die La ilaha illallah sagt,
Eine Umma, die betet, eine Umma, die fastet, eine Umma, die sich reinigt, konnte diesen Kopf nicht schätzen, konnte diesen Mensch nicht schätzen. Die Dunya hat sie angezogen, die Dunya hat sie überwältigt. Sie haben Dunya und Akhira verloren. Und sie haben das verursacht, dass die ganze Menschheit über Hussein a.s. trauert. Dass die ganze Menschheit sich für Hussein a.s. versammelt. Was haben sie geschafft? Was haben sie geschafft? Wo ist Yazid? Wo ist Muawiyah ibn Abi Sufyan? Wo ist Abu Sufyan? Und wo ist Hussein? Und wo ist Ali Sajjad? Und wo ist Zainab? Labbaik ya Zainab. Hört ihr Labbaik ya Zainab, was das Wort macht? Hört ihr Labbaik ya Zainab, was das alles geleistet hat? Hört ihr, was Labbaik ya Zainab alles geleistet hat? Sie schreien tagtäglich Allahu Akbar. Sie rufen ja Allah, Allahu Akbar, man da ghairak ya Allah. Und Allah schickt ihnen die Schüsse in ihren Mündern, in ihren Herzen, in ihren Köpfen. Allah schickt ihnen die Bomben, sodass sie zerstückelt werden. Kaum sagen sie Allahu Akbar, kommt eine Rakete und zerfetzt diese Menschen. Warum? Das ist genauso, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Wie viele lesen den Koran und der Koran verflucht sie? Verflucht diesen Leser. Und wie viele sagen Allahu Akbar und Allah verflucht sie? Allahu Akbar gegen wen? Gegen Zainab? Genau wie damals gesagt wurde. Genau so haben sie geredet. Allahu Akbar ala al-Hussein. Allahu Akbar ala Ali Sajjad. Allahu Akbar ala Zainab. So war das. Und heute genau so. Allahu Akbar ala Zainab. Das heißt, oh Allah, hilf mir gegen Zainab. Wie funktioniert das? Wie kann das funktionieren? Du sagst, Allah, hilf mir gegen Zainab. Hilf mir gegen Hussein. Und das sind die Männer Gottes, das sind die Frauen Gottes. Das sind die Tore für Allah subhanahu wa ta'ala. Durch diesen Menschen wurde Allah bekannt gemacht. Durch diesen Menschen wurde Allah erkannt. Durch diesen Menschen wurde Allah angebetet. Und ohne diesen Menschen war ein anderer Allah, war Hubal, war Lat, war Uzza, war Abu Sufyan, war Muawiyah, war Yazid. Wie wollen sie gewinnen? Niemals. Niemals. Der Sieg gehört Allah und seinen Gesandten, seine Gesandten und seine Imame und die Anhänger von den Imamen. Und das seid ihr. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام الله عليكم أبدا مني ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزياراتكم السلام عليكم جميعا Möge Allah سبحانه وتعالى eure Werke annehmen in diesen heiligen Tagen, in diesen traurigen Tagen, in diesen Tagen, wo wir hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergibt. Und insha'Allah, diese Tage, die wir verbracht haben, haben dafür gesorgt, dass die Sünden gewaschen wurden, dass sie nicht mehr existieren. Wir versprechen Hussein heute, dass wir auf seinem Weg befestigt werden, dass wir auf seinem Weg bleiben, dass wir, wenn die Welt uns verlässt, seinetwegen werden wir ihn nie verlassen. Wir hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala schnellstmöglich unseren Imam erscheinen lässt, sodass wir ihm das zeigen, dass wir das, was wir, wofür wir uns getroffen haben, würdig sind und gerecht werden. Bihaqqi Muhammad wa Ali Muhammad. Wir lesen Dua al-Faraj zusammen, insha'Allah, und dann machen wir weiter. Allahumma kulli waliyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi
هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.